Und weiter geht's mit Banjo-Kazooie. Ich bin Peruaner. Und ja, wir sind wieder bei der Flugplatte. Wie gesagt, ich habe so weit vorgespielt, bis ich irgendwann mal hier gelandet bin. War sehr schwer, sehr nervig mal so durchzukommen, dass ich nicht getroffen werde, dieses ständige Ausweichen. Und hier habe ich noch ein Leben, was mit, also Energie. Hier auch noch, ich habe extra übrig gelassen. So, und jetzt dann gehen wir jetzt an den Flugkampf dran. Eigentlich ist der nicht so schwer, also ich finde ihn eigentlich ein einfacher Part. Danach folgt nämlich erst ein richtig nerviger Part, meiner Meinung nach. Aber das werden wir dann sehen, wenn ich wieder, um es kurz einmal wow sagen zu können, wenn ich wieder meinen wow Skill zeigen muss in Sachen treffen, genau. Also den habe ich ja eigentlich nicht, diesen Skill. Und es ist wirklich nicht einfach, dieses so ja mal wieder zu treffen. Und ja, vor allem, ja, wenn man mit Eiern nicht so gut umgehen kann. Verdammt, ich kann ja nicht mal mit Federn richtig umgehen. Ich kann nicht mit Vögeln umgehen. Gut, ich sollte aufhören mit diesen dummen Witzen. Oh Gott, jetzt fängt das schon wieder an. Wenn das in der Luft vorbei wäre. Nur fuck. Ja, Banjo, flieg in sie hinein. Oder eher Kazooie. Und na klar. Ausweichen! Ausweichen, genau, Banjo. Keine Ahnung, was die jetzt gerade schon wieder gelabert hat. Bestimmt schon wieder so Siegesgeschwafel. Oh, das muss man doch nicht so ernst nehmen. Das war doch fast getroffen. Komm schon. Ich hab dich. Oh, komm! Ich möchte das Spiel auch mal beendet haben. Ich finde das das Spiel richtig geil, nur der Endkampf. Ja, ist ein wenig schwer gestaltet. Also wenn man nicht original N64 zockt. Ich meine über Emulator und Gamepad. Es ist ein anderes Gefühl. Aber gut. Ja, von Weitem treffe ich sie natürlich. Und wenn ich gleich vor, einen Meter vor ihr stehe, dann nicht, oder was? Nein. Oh, wow, wow. Jetzt, ja. Jetzt können wir sie nicht mehr angreifen. Und müssen erstmal ihren Attacken ausweichen. Erstmal bis, was, ja, bis wir die Hilfe unserer neuen Freunde bekommen. Unsere neuen Freunde sind in Gefahr. Wir, Jinjus, eilen zur Hälfte. Diese Jinjus, kleine Bon, bring mich noch auf den Hund. Oder bring, was hat sie gesagt? Yeah! Aber hier ist es mal wieder so. Ja, man muss da unten drei Eier reinschießen, glaube ich. Ist, glaube ich, bei jedem so, wenn ich mich nicht ganz irre und vergessen habe. Und dann, ja, hilft uns dieser Jinjo, diese Hexe zu erledigen. Schön und gut, könnte man jetzt sagen. Hört sich da noch gar nicht so schwer an. Aber die Hexe hört natürlich nicht auf zu schießen und man kennt das mit der Kamera. Das Problem habe ich nicht nur in diesem Kampf. Ah, ich stehe zu nah an der... So, kein Mal getroffen. Ja. Komm schon. Oh Mann, ich verliere zu viel Energie. Ich verliere einfach zu viel Energie. Nämlich, das ist nicht mehr... Ah, wo ist denn der letzte Jinjo? Komm schon.
Ja, wieso fliege ich eigentlich immer nach... Ich... So, letzter Jinju, wache und helf mir und... Schenk mir Energie, die Hexe fahren. Sie hat ihren Besen vor. Ihr wollt mir das sehen? Sie verkaufen mich. Ich kann immer noch laufen. Ja. Wo ist die Gold... Ach, komm schon. Alter. Kannst du mich mal? Komm, schieß deinen Superstrahl ab. So. Wir können sie nicht angreifen, aber wir kriegen wieder mal Hilfe, natürlich. Hey, ich bin der Genator. Aktiviere mich. Ich lasse mich ungern irritieren. Den Typen werde ich frittieren. Och, ja, komm schon. Wir müssen... von jeder Seite oft rein... Ja. Ach, scheiße. Ja. Das war ein Reinfall. Wie mache ich jetzt weiter? Ich überlege gerade. Ich möchte dieses Spiel beenden, auch wenn es vielleicht eine sehr unschöne Art mal wieder ist, ein Spiel mit bestimmten Sachen zu beenden, die sich nennen Save States. Ich bin kurz davor, das wirklich zu machen, weil ich wirklich wieder lange an diesem Boss dranhänge. Und ja, es wirklich schwer ist. Mal überlegen, mal überlegen, mal überlegen. Ja. Ich werde das machen. Aber erstmal werde ich schneiden. Wir sehen uns dann bis ja. Bis wir den Genjunator aktivieren müssen. Oder doch, bis wir den Genjunator aktivieren müssen. Bis gleich. Und hier sind wir wieder. Genjunator ist draußen. Und ich habe zu Anfang einen Save State gesetzt, bevor ich hier weitergemacht habe. Nur damit ich jetzt nicht... Wenn ich hier ver... Okay. Ich bin zu nah an der Box dran. Fuck. Meine Chance, mal was hinzukriegen. Bam. Ja, komm, Banjo. Blöder. Ich wollte schon sagen, blöder Klempner, aber da bin ich im falschen Spiel. Hallo. Ist die Klappe zu? Nein. Ganz schlechte Position. Ganz schlechter. So, jetzt sind wir wieder hier. Ja, so wird es, glaube ich, öfters jetzt aussehen. Weil ich will diesen... Part auch irgendwann mal durchbekommen. Dieser Kampf ist wirklich brutal. Kann man nichts gegen sagen, also... Ja, lass mich töten. Schaffe ich eh nicht. Ich werde... ja, ich krieg das nicht hin heute. So. Ich werde einfach mal mein Vorgehen jetzt kurz sagen. Ich werde jetzt, glaube ich, wirklich mit Safe States spielen. Aber so, dass ich nicht immer hier wieder auftauche, sondern auch mehr mittendrin. Ja, das ist zu brutal. Und ich habe irgendwie jetzt gerade nicht mehr diese... Warum bleib ich denn so abwehren? Jo, abgewehrt, immer noch nicht. Ist die Klappe zu? Jo. Safe State Nummer 1.
Ja, hau mich ruhig weg. Klappe, geh doch mal zu. Wie viel Eier braucht denn das Ding? Ja, toll. Ja, hätte ich mal zwischendurch selbst daten sollen, aber gut. Erste Klappe ist zu. Wenn ich diese... Jetzt habe ich die Chance. Schön treffen lassen, Benjo. So, zweite Klappe ist zu. Sorry. Ich werde so safe staten. Das muss einfach sein. So. Ah, komm. Ja, klar. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Bis sie wieder ihre... Ja, genau, hier drauf habe ich gewartet. Boah, das könnte knapp werden. Deshalb, nee, ich werde das so safe staten. So, und wie geht's weiter? Ausweichen, 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 ausweichen. So, ausweichen, 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 ausweichen. So, blocken. Nein! Das war schlecht. Mach ich mal zwischendurch trotzdem einen Safe State. So, im Kreis laufen, Benjo. Im Kreis laufen. So, abwehren. Ah, das wird knapp. Das wird sowas von. Jo. Laden. Wow. Na komm. Ja, das war gar nicht so nicht. So, das war gar nicht so schlecht von Kazui. Das. Ja, so konnte ich gut ausweichen. So. So, endlich. Sorry für die Self-States, aber jetzt sehen wir endlich das Ende. Der Jinjunator kriegt die Kraft aller Jinjus. Von den einer letzten, von den ganzen Farben. Und die Hexe. Ja, kriegt Schiss. Vor so einem großen Jinju hätte ich auch Schiss. Wir haben die Kraft erweckt. Auch ein bisschen mühselig mit meinen, ja, Self-States. Aber egal. Hauptsache dieser Part ist durch. Bam! Von Treffern so wie diesem hier nehme ich vor dem Einschlafen noch 4. Ja, ihr seht, ihr Schild ja verloren. Und sieht nicht so beeindruckt aus. Bis auf jetzt. Ich ziehe heimwärts in mein Loch. Doch ein Zauber habe ich noch. Ja, was war das für ein Zauber? Ja, und sie fällt ihren eigenen Turm runter. Und wir sehen uns wieder am Spiral-Mountain. Wo das ganze Spiel angefangen hat. Wo wir unser Tutorial hatten, den ersten beiden Parts. Ja. Echt zu schwer. Das kann nicht mein Schicksal sein. Klunge, befreie mich von diesem Stein.
Nicht, Sykes, wir haben dich besiegt. Auch wenn es mit Self-Sets war, es war heftig. So, und jetzt ist das wahre Ende. Vollständig, 100%. Und wir können endlich feiern. Oh, was ist das denn für ein Ding? Klungo! So, und es gibt unterschiedliche Ende. Enden? Ende? Die Mehrzahl von Ende, gibt es das? Wunderbar! Zeit zum Ausspannen, nicht wahr, Schwesterherz? Klar, du und Kazooie, ihr seid nun echte Helden. Hast du das gehört? Kurzer, ich bin ein Star. Okay, du warst ganz gut, Kazooie. Danke, Brillenschlange. Genug jetzt, lasst uns einen Blick auf den Abspann werfen. Es gibt nochmal einen kleinen Abspann. Dingpot. Okay, dieser Part wird Überlänge haben. Klungo. Toppe. Ja, ihr könnt das jetzt nochmal alle, die noch zu, sehr wichtig natürlich von den Anfangsgegnern die Namen zu wissen. Collywobble. Ja, es gibt zwei Ende oder unterschiedliche Endungen dieser Story. Und wir, da wir 100 Sterne, 100 Sterne, 100 Münzen, die im Level gesammelt haben und alle Puzzleteile und so, halt 100% vom Spiel, bekommen einen Bonus. Ja, und das werden wir noch sehen, was dieser Bonus auf sich haben wird. Big Butt. Hat auch einen geilen Namen, Big Butt. Großer Arsch. Na gut. Sehen wir uns das an. Das Spiel macht richtig Laune. Wenn man den Endboss, ja, kennt. Und wirklich mit der N64 spielt. Oder einfach ein richtig guter Gamepad-Zocker ist. Ich spiele noch nicht so lange mit Gamepad und hab da so meine Schwierigkeiten. Vielleicht habe ich das falsche Gamepad, kann auch sein. Auf jeden Fall ist das eines meiner Lieblingsspiele hier. Es macht total viel Laune. Kann man nichts sagen. Und es ist eine persönliche Empfehlung, das einfach mal durchzuspielen. Auch wenn man eventuell bei der Hexe ab und zu richtig sauer werden kann. Aber sonst ist das schon richtig geil. Gloop. In Clankers Cavern. Grill Jumper. Werden jetzt nochmal alle Gegner auf? Stimmt, da fällt mir ein, dass im ersten Teil wurden, bei den ersten Credits wurden ja alle Guten aufgezählt. Jetzt werden alle Bösen aufgezählt. Whiplash. Ja, was soll kann ich... Na, Koktus war auch nicht gerade böse. Zwar nervig, aber nicht böse. Seht euch das an. Busbaum. Vielleicht werde ich irgendwann nochmal das Spiel anfassen und dann nochmal die Hexe besiegen. Nochmal durchspielen. Also gegen die Hexe nochmal spielen und ja. Vielleicht besiege ich sie dann mal und dann vielleicht kann ich das auch gerade zufällig aufnehmen und werde dann das nochmal hochladen. Aber erstmal ist das Spiel so durch. Zwar mit Save States. Tja. Na gut, Twinkle Muncher. Kommt schon. Wir wollen eigentlich auch mal das Ende sehen. Nämlich das Ende ist einfach nur geil. Das hier natürlich auch. Nochmal kurz alle Namen zu hören.
Jenga. Ist natürlich immer wichtig, gegen wen man gekämpft hat. Will man ja auch wissen, gegen wen. Naja. Na okay, gegen den Jinx oder wie das jetzt gerade war, wie die gerade hieß. Das ist vielleicht nicht, oder diese Dinger sind vielleicht nicht so die wichtigen Charaktere. Aber gut. Scabby! Da-dam, da-dam, dum, Slapper, da-da-da-da-da. Mum-mum, yeah! Was für ein schöner Name. Ja, im letzten Part hatten wir noch den Namen von dem Schlangenbändiger gehört. Diesmal hören wir den Namen der sehen wir den Namen der Schlange. Auch mal interessant. So. Wiederum könnten sie jetzt auch mal aufhören. Limbo! Rest in peace, Ripper. Ich meine, wenn man laufende Grabsteine sieht, wer geht denn da noch gerne als Kind dann auf dem Friedhof? Oder an dem Friedhof vorbei? Nachts, abends. Wenn jedes Geräusch. Ach ja, die Fantasie von Kindern kann das manchmal da wirklich noch anregen, dass man denkt, dass es wirklich noch wahr ist. Und es war ja immerhin ein Spiel für 10-Jährige. Ja, ich habe das mit 10 Jahren ungefähr durchgespielt. Nicht vollständig, aber ich habe es durchgespielt. Also bis Grundhilfe. Snare Beer. Big Clucker. Rip Crack. Und unser Cheeto, der uns dann ja... Alberne Cheats, könnte man sagen. Die braucht man nicht wirklich, aber immerhin nützlich, braucht man nicht immer jedes Mal was Neues einzusammeln. Gut. Und weiter geht's. Mumbo taucht auf. Psst, Mumbo hat geheime Bilder. Geheime Bilder. Cool. Das ist der Bonus. Bilder zeigen Sachen, die ich verwenden in nächstes Spiel. Das ist der Bonus, den wir bekommen. Hast du das gehört, Kazui? Sie machen noch ein Spiel mit uns. Zeige uns deine Bilder, Knochenköpfchen. Ihr findet alle 100 Puzzleteile. Klar haben wir, Mumbo. Zeig uns deine Geheimnisse, Schaumschläger. Bilder zeigen Dinge, die ihr nix gefunden. Nehmen für neues Banjo-Spiel. Spiel Banjo-Tooie. Banjo-Tooie klingt ziemlich gut. Ja, wie ich schon einmal erwähnt habe, Banjo-Tooie. Ja, klingt viel gut. Warum heißt das neue Spiel nicht Banjo-Kazooie-Tooie? Ich bin ja wohl auch dabei. Neues Spiel wird absolut Hit. Ich euch zeigen gut Bilder, schaut. Schaut genau hin, wir haben die manche Teile schon gesehen. Ersten finden Geheimnis am Strand. Okay, jetzt haben wir Grafik. Bugs. Das war ein Treasure Truth Kauf. Konnte man ein wenig erkennen, als man einen der, nein, mir fällt gerade der Name nicht ein, als man einen der
leeren Honigfarben gesucht hat. War da so ein kleiner Berg? Naja. Okay, diese Vorschau ist jetzt ein wenig blöd wegen dieser Grafik da. Tut mir leid. Habe ich jetzt auch nicht gedacht. Wundert mich auch ein wenig. Gut, die sind solche Überraschungseier. Ich habe damals immer gedacht, habe ich mir die Texte auch nie durchgelesen. Habe ich immer gedacht, jetzt kann ich noch, geht das Spiel noch weiter. Hab versucht, die Eier überall zu suchen. Naja, gut. Hier, das ist auch schon wieder, ja. Bei dem Walross in Frizzy Peak. Dort, Wosas Höhle, genau. Dort gibt, das habe ich auch schon erwähnt, als ich dort war, wir waren hier schon einmal, genau. Da, wo der Jinju stand. Genau. Da, wo der Jinju stand, können wir jetzt durch und da bekommen wir diesen Eisschlüssel. Was der bringt, wird man in den Banjo-Tree sehen, natürlich. Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Aber das ist auch so eine kleine Vorschau, was uns erwarten wird. Und auch hier, dieser in Gobi's Valley. Ja, klar, dass es hier auch ein kleines Geheimnis halt gibt. Wo, das ist der Ort, wo wir das letzte Mal auf, in Gobi's Valley auf, na, wie heißt er? Den Namen vergessen. Auf, ja klar, auf Gobi getroffen sind. Es ist so was peinlich, dass ich den Namen vergessen habe. Da wo wir die leere Honigfarbe bekommen haben. Naja, Mumbo nix verraten, ihr findet heraus in Banjo-Tooie. Ja. Mal sehen, ich habe das noch nie gespielt. Vielleicht will ich mir das auch mal antun als Blind Run. Mal sehen, man weiß nie, wie es weitergeht. Erst einmal ist das unser Ende. Das Ende von Banjo-Kazooie. Ist das jetzt wirklich das Ende? Dieser Fels ist so schwer, aber ich muss meine Herren retten. Gefunden habt ihr alle Puzzleteile. Beim nächsten Mal, da gibt es Keile. Ja, das war das Ende. Es hat mir Spaß gemacht, das jetzt zu kommentieren und euch ein bisschen vorzustellen. Auch wenn da und da, ja. Es war hier ein wenig, ja, wie der letzte Endkampf eigentlich blöde war mit den Save States. Aber klar. Ihr habt auch nicht einen Einblick von dem Spiel gehabt. Ich kann es nur empfehlen. Es hat mir Spaß gemacht und ja, wir sehen uns in den nächsten Projekten. Ja, und das war's. Ich bin Peruaner und wir sehen uns. Bis demnächst. Ciao, ciao.